Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Let's Play Sims 4 Werwölfe. In der letzten Folge hat hier das wütende Toben von Linur angefangen und ich habe nur mal kurz gespeichert zwischen der letzten Folge und dieser Folge und irgendwie hier ist es weggegangen, aber hier noch nicht. Ich weiß nicht, ob er sich gerade zurückverwandelt, aber hoffentlich hätten wir damit die meisterhafte Verwandlung abgeschlossen, weil dann, oder Transformation, ich sage immer Verwandlung, aber das heißt, glaube ich, eigentlich Transformation, weil das wird uns schon viel bringen. Ich gehe mal hier auf Play. Ich weiß nicht. Verwandelt er sich hier gerade wieder zurück? Ach, tatsächlich, wir haben es geschafft. Okay, was heißt das jetzt für uns? Okay, er ist jetzt so ein bisschen ja. Können wir uns jetzt einfach so verwandeln? Ich glaube schon, oder? Können wir? Ach, heftig. Ich mach das mal gerade, einfach nur, damit ich das sehen kann. Was möchtest du hier? Schelmisch zu Christopher sein, okay. Laura ist auch auf bestem Weg, selber wütend zu werden. Das heißt, mit ihr schaffen wir das heute hoffentlich auch. Ach, heftig. Dann kannst du dich auch wieder zurückverwandeln. Ich wollte nur mal sehen. was heißt das denn hierfür? Wir haben das jetzt hier freigeschaltet, ne? Meisterliche Transformationen. Was können wir jetzt? Dafür müssen wir den Delta-Rang erreichen. Heulen, üben, Rudelerfahrung teilen. Hier den ganzen Krams, okay. Ja, ich glaube, wir können jetzt demnächst auch Tauziehen üben mit Laura, ne? Wenn sie dann auch, wir können dann hier auch wieder aufschließen, wenn Laura dann auch diese meisterliche Transformation hinbekommen würde. Magst du hier das mal aufräumen und dann kannst du irgendwie mal Reste essen. Und dann müssen wir als nächstes hier das nur noch mit Laura irgendwie auch noch durchstehen. Okay. Ja, wir haben außerdem in den letzten Folgen die Tunnelsysteme weiter erforscht. Das hat so semi-gut funktioniert. Halt irgendwie so, wir haben so ein paar Sachen entdeckt, aber irgendwie bei manchen Sachen stehe ich noch so ein bisschen auf dem Schlauch, was wir da noch machen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht oder halt, ob wir jetzt alle irgendwie haben oder ob wir halt noch zwischen dem Bunker und hier diesem Abwasserröhrending irgendwie, ob wir da auch noch eine Verbindung herstellen können, müssen wir schauen. Außerdem, ich glaube, wenn wir morgen für Geld heiraten wollen, haben wir nicht mehr so viel, wir haben noch 3 Tage Zeit, ja. Das sollten wir also demnächst mal nochmal angehen. Mal schauen. Ja, oh, du räumst hier gerade ganz viele Sachen weg. Oder du hast es zumindest versucht. Ich kann das eigentlich für dich mal wegräumen. Genau. Okay. Ach ja. Ja, diese Wohnsituation ist auch nicht ideal, aber das war ja auch der Sinn davon, das hier so zu gestalten, dass die Wohnsituation erstmal nicht ideal sein würde. Ich würde halt nicht so gerne. Ich weiß nicht, sollen wir morgen hierhin einladen, weil ich mir irgendwo auch denke, so, das ist halt dann schon ehrlich, dass wir halt hier wohnen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht so ein bisschen halt nicht so ein schöner Ort und so gut kennen wir uns ja jetzt auch noch nicht. Okay. Wenn du damit fertig bist, nachher kannst du dich dann mal waschen. Möchtest du vielleicht hier mal vielleicht Gemüse und Früchte und Kräuter für Einsteiger kaufen? Und vielleicht aber auch Knoblauchsamen? Ich glaube, Knoblauch könnten wir irgendwie auch gut gebrauchen. Und dann könntest du hier mal anbauen und dann könnten wir hier vielleicht schon Sachen für die Moonwood-Kommune mit beitragen. So, dann kannst du dich mal säubern. Ich würde sie sich erstmal säubern lassen. Und dann würde ich sie aber auch duschen lassen. Ich finde irgendwie so eine Dusche ist nochmal sowas, was man sonst nicht so einfach hat. Was war gerade dieses Geräusch? Ich weiß es nicht. Okay, jedenfalls, sonst kannst du dann gleich auch schon mal hochgehen. Aber ich meine, so wütend bist du noch nicht. Aber halt, mal schauen. Ja, und du bist immer noch angespannt wegen dieser Heirat. Ja, halt wie gesagt, wir müssen es ja nicht so machen. Wir können es ja halt nur so machen. Sollen wir mal schauen, was wir hier noch so anpflanzen wollen? Ich meine, wir haben im Moment nur eine Pflanzkiste hier, aber halt hey, irgendwo muss man ja anfangen.
Kannst du jetzt mal alles hier vorn pflanzen? Tja, irgendwie braucht sie eigentlich da oben noch irgendwas zu tun, ne? Wenn wir sie da einschauen. Haben wir irgendwelche Bücher, die für uns nützlich sein könnten? Der Werwolf, der aus der Kälte kam, das können wir mal in ihr Inventar packen. Peter Parkers erster Mond. Okay, dann Laura Schatzi, mache ich hier mal zu. Und dann kannst du noch ein bisschen lesen, huh? Bis es bei dir soweit ist. Und Linur kann währenddessen halt sich hier um die Pflanzen kümmern. Kannst du hier das noch nicht pflanzen? Probieren wir mal. Kommst du da nicht dran? Okay, dann kümmern wir uns erstmal um hier die, die da sind. Und dann kannst du vielleicht mal... Oh, wen haben wir denn hier? Sag mal hallo. Freundlich vorstellen. Dir geht's gut hier oben. Das ist ja auch schön. Was möchtest du hier? Ach ja, genau. Das würde ich mal... Ah, das können wir gar nicht wegmachen. Oh, das ist aber ein bisschen weird. Naja. Okay. Oh, was wir auch mal machen könnten sonst, ist irgendwie ganz viel von dem Krams hier mal wegräumen und verkaufen. Da hätten wir auch wieder mehr Geld. Das ging natürlich auch. Wer bist du denn? Bob Pancakes ist hier. Den bitten wir mal nicht herein. Du kannst mal hier stattdessen eine Pferdeskulptur herstellen. Wir bitten ihn mal nicht herein, weil ich irgendwie so das Gefühl habe von... Am Ende irgendwie erschreckt er sich oder sonst was. Dank ihrer lunaren Erleuchtung kann Laura magische Mondsymbole auf der Seite leicht entziffern und sie erkennt, dass der Text sich an Kreaturen wie sie richtet. Die Moonhood-Kommune möchte allen helfen, die Kontrolle zu wahren, um den Werwölfen in der Welt zu mehr Ansehen zu verhelfen. Auf jeden, der nach Moonwood Mill kommt, wartet ein Rudel. Die magischen Wohnsymbole am Seitenrand scheinen zu leuchten und Laura erfährt dank ihrer lunaren Erleuchtung, wer in Wirklichkeit der Autor des Buches ist. Hinter Wolfgang Mulder steht Wolfgang Wilder aus der Moonwood-Kommune. Ah, den kennen wir ja. Den kennen wir ja. Und ihr ist zu warm. Schatzi, dann zieh dich mal um. Dann zieh dich mal um. Okay. Ist jetzt besser? Müsste eigentlich gleich besser werden. Ja. So. Und Linur übt sich hier gerade im Holzfiguren herstellen. Das ist doch eigentlich auch ganz gut. Okay. Und Bob meandert hier einfach so ums Haus rum und niemand weiß warum. Haben wir dich eingeladen? Wir haben dir nur Hallo gesagt. Und jetzt geht ihr hier durch unseren Müll. Hä? Wisst ihr was? Vielleicht gehört Bob eigentlich dieses Grundstück. Vielleicht gehört Bob eigentlich dieses Grundstück. Halt, dass es so ein verlassenes Grundstück ist und Bob Pancake das irgendwie gekauft hat oder dem das vorher schon gehörte, bevor das so verwahrlost wurde. Und halt jetzt so checkt, was hier so abgeht und jetzt wohnen wir hier und halt Bob ist ja eigentlich so ein bisschen halt nicht so krass durchsetzungsfähig, deswegen vertreibt er uns hier nicht direkt oder so, aber will halt schon so ein bisschen wissen, was hier abgeht. Du kannst mit Bob mal plaudern, ja? Kannst mal Einsatz für Diplomatie in Moonwood-Kommune loben. Vielleicht. Während Laura auf dem Dach eingesperrt ist, weil sie gleich irgendwie durchdreht. Oh no. Können wir vielleicht mal auch irgendwas... Und er schreibt sich die Sachen auch noch mit, ne? Wir können ihn mal kennenlernen. Wir können mal von Gartenarbeit schwärmen vielleicht. Ja. Können eigentlich auch nochmal nach der Karriere fragen. So, wie geht's dir? Oh, eigentlich musst du mal.
Ja, ich glaube, das schaffst du noch. Ja, okay. Ich glaube, das schaffst du noch, dass du einmal auf Klo gehen kannst, bevor es losgeht. Und ich möchte nicht, dass du oben hin machst. Okay. Okay. Ich möchte nicht fragen, ob er ein Werwolf werden will, weil wenn er sagt ja, möchte ich ihn nicht zu einem Werwolf machen trotzdem. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, er hat das durchs Fenster mitbekommen und geht jetzt weg. Oh no. Wenn er weggeht von selbst, lassen wir ihn einfach mal weggehen. Okay, möchtest du dann als nächstes hier auch mal verwenden? Und dann kannst du hier eigentlich mal so ein bisschen weiter Skulpturen herstellen. Oh, du kannst Möbel herstellen. Fantastisch. Gartenpflanzkiste. Oh ja, Linur, mach mal eine Gartenpflanzkiste. Und außerdem. Oh nein, ich spiele hinterm Haus mit Müll. Könntest du hier das vielleicht mal auf Plopsi anbieten? Weil ich meine, die Möbel brauchen wir vielleicht noch, aber die Skulpturen, die brauchen wir ja nicht. Okay, du bist verspielt. Aber jetzt schließe ich hier wieder ab. Jeden, okay. Du kannst noch ein bisschen weiterlesen, wenn du magst. Hier das andere Buch, das kannst du auch noch lesen. Okay. Ach, und hier liegt eins auf dem Boden, ja. Okay. Irgendwo höre ich Bob. Wo ist der jetzt schon wieder? Ist der reingegangen? Der sitzt hier und liest unsere geheimen Bücher. Also irgendwann ist auch mal gut. Können wir den mal rauswerfen? Was soll das denn hier? Der benimmt sich voll daneben. Nach Hause schicken. Wir haben ihn schon nach Hause geschickt, ne? Der lacht nur darüber. Es ist wirklich so ein bisschen ungünstig, gerade, dass wir uns ja so voll benehmen wollen anderen Leuten gegenüber. Aber auf der anderen Seite verhält er sich hier gerade nicht so nice. Haben wir denn irgendwelche Werwolf-Interaktionen? Ja, gut. Hat er jetzt unser Buch mitgenommen? Nein, er hat es da hingelegt. Ich dachte gerade, oh mein Gott. Okay. So, Laura, wie sieht's bei dir aus? Du wirst nicht so schnell wütend, ne? Wie Linur? Hast du jetzt eigentlich das Ding bei Plopsi angeboten? Nee, mach nochmal, bitte. Benachrichtigung. Das Rudel hat bemerkt, dass Laura nicht genügend Diplomatie gezeigt hat. Wenn sie sich weiter so verhält oder zusätzliche Warnungen wegen anderer Rudelwerte erhält, wird sie auf Rudelbewährung gesetzt. In der Leiste des Werwolfrudels findest du hilfreiche Tipps zum Ausüben von Diplomatie, indem du Laura in die richtige Richtung lenken kannst. Oh nein. Ihr ruft uns hier an. Lili zu. Sie findet Vladislaus. Wir sprechen uns aus gegen Vladislaus. Sorry, aber da sprechen wir uns dagegen aus. Was können wir denn machen? Sei in Beastform freundlich und herzlich zu Nicht-Werwölfen. Führe freundliche Gespräche über Werwölfen. Eigne dir Werwolf-Empathie, Diplomatie und Widerstandskraft an. Und vielleicht gelingt es dir ja sogar, eine Brücke zu Greg zu schlagen. Das haben wir ohnehin vor. Tu nicht. Aber wir müssen in Wolfform gemeinsam freundlich sein zu anderen Leuten und nicht gemein. Freundliche Gespräche führen. Und Werwolf-Empathie vielleicht lernen. Ja, gut. So, möchtest du vielleicht hier mal weiter herstellen? Wir kümmern uns auf jeden Fall noch darum. Nur, ich möchte jetzt erstmal hier dieses Ding mit ihr fertig haben. Ich gebe ihr auch gerade noch mal was zu essen da oben. Ich
weiß gar nicht, was wir mit ihr machen müssen, damit sie so ein bisschen schneller wütend wird. Irgendwie bei ihr dauert das so lange. Guck mal, kannst du hiervon vielleicht einen Teller krallen? Oh, wir könnten auch Möbel beisteuern als Rudeldings, als Rudelopfergabe. Das könnten wir auch machen. Wir können auch noch gar nicht in Wolfsform freundlich sein zu Nicht-Werwölfen, weil wir die Wolfsform im Moment nur haben, wenn wir sauer sind. Halt, wir haben diese Werwolf-Empathie, also die meisterliche Transformation noch gar nicht. Okay. Ich spule mal hier so ein bisschen vor. Kannst du hier oben irgendwas machen? Kannst mal im Mondlicht schlafen, wenn du willst. Okay, Lino hat den Messerblock. Möchtest du mal gerade rüberlaufen? Zu hierhin? Möchtest du hier mal zu Rudelressourcen beitragen? Und zwar könntest du mal. Also hier von den Sachen könnten wir nachher auch noch viele abgeben. Können wir nicht den Messerblock abgeben? Das ist aber nicht so gut. Du kannst mal eine Erbse hinbringen von mir aus, aber so ein bisschen. Naja, aber dann können wir den Messerblock wirklich auch auf Plopsi anbieten, wenn ihn halt niemand haben mag. Und danach könnten wir nochmal Möbel herstellen, vielleicht mal. Ich glaube, für Plopsi müssten wir bei Figuren bleiben. Dann kannst du vielleicht nochmal einen Messerblock machen. Guck, wir müssen auch mehr Werwolf-Diplomatie betreiben, aber das können wir ja jetzt auch, wo wir überhaupt erst in die Wolfsform kommen. Also von daher, da können wir dran arbeiten, das ist kein Ding. Kannst du das auch mal auf Plopsi anbieten? Und was essen kannst du dann eigentlich auch mal? Oder warte, kochen wollte ich gar nicht mit dir. Ich wollte nur, dass du was isst. Nope. Wir können ja irgendwie, wenn Laura jetzt ihre meisterliche Transformation schafft, danach hingehen und generell mit allen Leuten versuchen, positive Interaktionen zu haben. Kannst du denn hier mal irgendwie. Oh, ich glaube, du kannst hier demnächst das nächste Level erreichen. Kannst du mal heulen? Ich glaube, weil dann erreichst du es schon. Ah, und jetzt sind wir auch wütend. Okay. Aber sie ist es noch nicht so richtig. Kannst du noch einmal heulen? Wir sind jetzt ein Primus Werwolf. Lass mal gucken, was wir hier machen. Oh, wir haben ein neues Ding hier auch gefunden. Okay. Mondsegen. Der Mond nimmt täglich Einfluss auf das Lerntempo, die Schlafqualität und die sozialen Interaktionen der Werwölfe. Mit dem Mondsegen kannst du dafür sorgen, dass Laura den ganzen Tag die Gaben des Mondes empfängt. Nachts. Oh, Nachtsicht ist bestimmt auch cool. Ja. Deine Erkundungstouren in den unterirdischen Tunneln von Moon und Will können manchmal in eine dunkle Sackgasse. Dann kann man es dann besser machen. Ja, das nehmen wir mal. Natürliche Heilung, das ist auch cool. Rudel heulen. Ja. Oh, hier sind viele coole Sachen dabei, die ich alle machen will. Rudel heulen oder schneller heilen. Das klingt beides richtig cool. Wir nehmen vielleicht mal Rudel heulen. Warum nicht? Probieren wir mal. Können wir das auch jetzt hier direkt mal probieren? Probier es mal. Das funktioniert. Ach, krass. Okay. Magst du das mal aufräumen? Und dann kann Lino vielleicht mal schlafen gehen. Vielleicht mal irgendwie sich selber pflegen und dann mal schlafen gehen. Und dann gucken wir mal morgen. Irgendwie, dann müsste Laura eigentlich die Transformation nachher auch hinter sich haben. Und dann haben wir zwei Werwölfe, die das können. Das wäre super. Ach, guck mal, da irgendwo heult irgendwer zurück. Ach ja. Wie macht das der arme Greg eigentlich? Der ist ja dann immer ganz alleine. Ich bin die ganze Zeit auch am Schauen, ob ich den irgendwo mal sehe. Ich weiß gar nicht, wie Greg aussieht, wenn er kein Wolf ist. Weiß man, wie er aussieht, wenn er kein Wolf ist? Ich weiß das nicht.
Und ich dachte irgendwie, wir würden uns hier oben häufiger treffen mit den anderen Wölfen und irgendwelche coolen Sachen machen oder so, aber anscheinend nicht so richtig. Ach ja. Und die Sachen sind sehr verdorben. Da müssen wir uns vielleicht auch mal drum kümmern. Da geht es jetzt auch für sie los. Okay. Kann sie jetzt eigentlich immer noch Rudel heulen? Ja, probier das mal. Ach, cool. Tada! Und Laura hat auch die meisterliche Transformation freigeschaltet. Ach, super. So, okay. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge mal hier. Nächste Folge schicke ich die beiden mal in Wolfsform, vielleicht zur Bar, wo halt auch noch einige Nicht-Wölfe sind. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Rudel-Empathie ein bisschen hochkriegen. Das wäre gut. Das hier Joffrey. Das ist Joffrey. Okay. und ich würde auch gerne mal schauen, ob wir jetzt miteinander Tau ziehen können, weil ich hatte das so verstanden, dass man das kann, wenn man halt, wenn beide halt die ja, halt sich selber in Werwölfe verwandeln können ohne Wut. Also von daher, das müssen wir mal schauen. Und dann gucken wir mal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedenke. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!